Ein stinknormaler Freitagnachmittag im Ruhrpott. Bis auf die Temperaturen, die an diesem außergewöhnlich warmen Frühsommertag schon auf 28 Grad geklettert sind. Eine ganz normale Familie nutzt die Gunst der Stunde für einen Ausflug ins Grüne. Maria und Carsten haben zwei Kinder. Felix hat eben seinen 10. Geburtstag gefeiert. Seine kleine Schwester Luana ist 5. Während bei Felix in erster Linie der Coolness-Faktor stimmen muss, ist Luana ausgesprochen mädchenhaft. Alles ganz normal. Bis auf die Tatsache, dass die beiden Geschwister eigentlich Brüder sind. Luana ist ein Transmädchen, das 2013 als Luca zur Welt gekommen ist. Dass ihr Kind anders ist, wird den Eltern schon recht früh klar. Schon mit 3 zeigt Luca ein stark geschlechtsabweichendes Verhalten. Also ich habe das ja schon gemerkt, als sie 2015 in den Kindergarten gekommen ist. Da hat sie halt auch mehr mit Mädchen gespielt und einfach Pink immer gerne gehabt. Und ja, ich habe nicht sofort gedacht, das ist jetzt ein Mädchen, das nicht. Aber sie war halt immer nur so hingezogen bei den Mädchen und hat halt mit den Jungs nur gespielt, weil ich gesagt habe, oh, guck mal, spiel doch mal mit denen oder lad den mal ein. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil jeder hat ja mal eine Phase, hatte mein großer Sohn ja auch. Dass Kinder spielerisch zwischen den Geschlechterrollen hin und her wechseln, ist tatsächlich nichts Abnormales. Nee, das ist was sehr Häufiges. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht denkt, wenn ein Kind jetzt geschlechtsvariantes Verhalten zeigt, dass man sich gleich Sorgen macht und denkt, oh, was ist denn jetzt da los und ist das Kind trans? Sondern, dass man eigentlich das Kind auch unterstützt, Gendervarianz leben zu dürfen und dann mal schaut, was sich später entwickelt.